Vielen Dank für die nette Einführung und überhaupt für die Einladung, dass ich hier sein darf. Und vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das freut mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, Ihnen einen Einblick zu geben in meine Forschung, in die Ergebnisse meiner Forschung, und zwar eben zum Thema Dyskalkulie, wie das Gehirn rechnet. Unser Alltag ist voller Zahlen, Mengen und so weiter. Wir sind uns das oft gar nicht so bewusst. Zum Beispiel, wenn wir schätzen, wie viele Smarties in diesem Glas sind, oder wenn wir etwas messen müssen oder auf dem Tacho schauen, wie schnell fahre ich jetzt gerade, wenn ich auf die Uhr schaue, oh, wie lange brauche ich jetzt noch, damit ich pünktlich bin zum Vortrag um 6.30 Uhr. Wenn ich vielleicht noch ein Ticket kaufen muss, sollte keine Anspielung sein. eben wenn ich etwas bezahlen muss, zum Beispiel mit Geld, oder wenn ich einen Kuchen aufteile, wie viele Kuchenstücke gibt es, oder wie muss ich das aufteilen, dass jeder ein Kuchenstück kriegt, oder im Ausverkauf 30% Rabatt, wie viel kostet das jetzt noch ungefähr? Und überhaupt spielen Zahlen immer eine wichtigere Rolle in unserer immer mehr digitalisierten Welt. Für Leute ohne Rechenschwierigkeiten passiert das ohne Probleme, wir machen das einfach so nebenher. Für Leute mit einer Rechenstörung oder eben einer Dyskalkulie sind das alles Stolpersteine in ihrem Alltag. Und zu diesem Thema möchte ich Ihnen verschiedene Bereiche vorstellen. Ich habe meinen Vortrag in vier verschiedene Teile aufgeteilt. Einerseits, mal schauen, ob jetzt das funktioniert mit diesem Pointer. Ja, genau. In einem ersten Teil möchte ich kurz darauf eingehen, was Dyskalkulie überhaupt ist, wie es definiert ist. In einem zweiten Teil dann möchte ich Ihnen zeigen, wie eben das dyskalkulische Gehirn funktioniert, wie es rechnet und sich entwickelt. Im dritten Teil darauf, wie erkenne ich eine Dyskalkulie? Sehe ich das schon früh oder spät oder wie? Und zum Schluss möchte ich gerne noch etwas zur Therapie sagen. Zum ersten Punkt. Was ist eine Dyskalkulie? Dyskalkulie ist definiert als eine umschriebene Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, welche deutlich unter der Alters- oder Klassenstufe liegt oder eben der allgemeinen Intelligenz. Was ich gerade betonen möchte, Kinder mit Dyskalkulie sind nicht dumm. Im Gegenteil, die haben einen normalen IQ, einfach die Rechenleistung fällt deutlich ab. Die Schwierigkeiten im Rechnen treten oft ab Beginn des Rechnenlernens auf. Also das sehen Sie später auch in den folgenden Folien, man würde eigentlich schon relativ früh Anzeichen erkennen für eine Dyskalkulie. Das Erscheinungsbild ist aber relativ heterogen. Das macht es eben auch schwierig. Es gibt nicht so, ich sage jetzt das Schema F und das ist der Dyskalkuliker, sondern Rechnen und Mathematik hat auch sehr viele verschiedene Facetten. Eben, es ist Arithmetik, es hat Geometrie, Mengenbeurteilung und so weiter. Und die einen haben da Schwierigkeiten, die anderen eher bei anderen Bereichen. Und das macht es eben auch schwierig, das zu erkennen. Aber was in der Einführung auch richtig erwähnt worden ist, grundsätzlich zeigen die meisten eben Schwierigkeiten bei den sogenannten basisnumerischen Fertigkeiten. Das sind so die Grundverständnisse von Zahlen, Mengen, einfache Rechenaufgaben mit kleinen Zahlen. Sie verbleiben oft beim zählenden Rechnen, benutzen ihre Finger zum Rechnen. Und es gibt auch verschiedene Begleitsymptome bei Dyskalkulie, denn etwas, was wir uns häufig nicht bewusst sind, Rechnen hat relativ viel mit räumlichem Vorstellungsvermögen zu tun. Und man beobachtet bei Kindern mit einer Dyskalkulie vermehrt auch Schwierigkeiten eben in diesem räumlichen Denken, in diesen visuell-räumlichen Funktionen, aber auch im Arbeitsgedächtnis oder anderen Exekutivfunktionen. Dyskalkulie ist eine persistierende Lernstörung, das heißt, sie wächst sich nicht einfach aus. Also die Idee, ja, wir warten mal und schauen dann, macht der Knopf vielleicht schon noch auf. Das ist bei Dyskalkulie bestimmt die falsche Strategie. Wir wissen das heute, es gibt verschiedene Studien, die das zeigen, eben eine Dyskalkulie bleibt bestehen bis ins Erwachsenenalter.
Man kann aber schon mit gezielter Unterstützung und Therapie natürlich etwas unterstützend machen. Zur Prävalenz, eben ungefähr 6% der Bevölkerung sind von einer Rechenstörung betroffen und die neueren Studien deuten darauf hin, dass etwas mehr Mädchen von einer Dyskalkulie betroffen sind als Jungen. Komorbide Störungen sind ebenfalls häufig, das heißt, ein Kind mit einer Dyskalkulie hat sehr häufig zusätzlich andere Lernschwierigkeiten. Die häufigsten sind Lese-Rechtschreibstörung oder dann eben Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. Aufgrund von diesen Schwierigkeiten in der Mathematik entwickeln die Kinder oft sekundäre Symptome wie Mathematikangst, depressive Symptome, sie zeigen aggressives Verhalten oder eben auch Schulverweigerung. Die Ursachen der Dyskalkulie sind nicht bekannt oder 100% geklärt. Man geht davon aus, dass es eine Kombination ist von verschiedenen Faktoren, die eben zusammenspielen. Einerseits wissen wir, dass es eine genetische Prädisposition gibt. Also wenn ein Elternteil von einer Dyskalkulie betroffen ist, ist die Chance erhöht, dass ein Kind eventuell auch eine Dyskalkulie hat. Das Umfeld spielt eine Rolle. Wie wird das Kind stimuliert? Wie wächst es auf? Wie wird es beschult und so weiter? Ein Beispiel ist zum Beispiel auch die Sprache. Im Deutschen haben wir ein relativ unregelmäßiges Zahlensystem. Wir haben die sogenannte 10er-1er-Inversion. Das heißt, wir sagen 21 und nicht wie im Englischen 21. Französisch ist ganz schlimm, 99. Und da muss man zuerst rechnen, um überhaupt die Zahl zu kennen. Und das sind Stolpersteine ebenfalls für Kinder, die eben vielleicht ein Risiko haben, eine Dyskalkulie zu entwickeln, und das unterstützt eben diese schlechtere numerische Entwicklung. Und der dritte Punkt, das ist eben die neuronale Entwicklung, und dazu werde ich dann in den folgenden Folien etwas genauer eingehen, weil wir heute in unseren Studien nachweisen können, dass es verschiedene Unterschiede auf neuronaler Ebene gibt zwischen Kindern mit Dyskalkulie und solchen ohne. Das führt mich eben gleich zum zweiten Punkt vom heutigen Vortrag, zum dyskalkulischen Gehirn. Ich arbeite am Zentrum für Magnetresonanztomographie am Kinderspital in Zürich und wir benutzen eben die Methode der Magnetresonanztomographie. Sie sehen hier, das ist unser Scanner und ein Kind, das mal mitgemacht hat bei unseren Studien, ein anderes Kind von unseren Studien. Und mittels dieser Methode können wir solche Schnittbilder durch das Gehirn machen, wir können auch Funktionen anschauen und es ermöglicht uns wirklich einen Blick in das rechnende Gehirn zu machen und zu schauen, ja, unterscheiden sich jetzt eben Kinder mit und ohne Dyskalkulie. Als erstes habe ich Ihnen ein Modell mitgebracht, eines Gehirns. Das ist vorne, das ist hinten. Und überall, wo Sie diese verschiedenen Regionen eingezeichnet sehen, das sind Regionen, die wir brauchen, wenn wir rechnen. Für Sie ist wichtig, sich zu merken, es ist nicht einfach eine Region im Gehirn, die wir brauchen, um zu rechnen, sondern es ist ein ganzes Netzwerk, das wir rekrutieren müssen, um auch einfache Rechenaufgaben lösen zu können. Das heißt, kognitiv oder aus neuronaler Sicht ist auch eine einfache Rechenaufgabe etwas relativ Anspruchsvolles. Wir haben da verschiedene Funktionen im hinteren Bereich des Gehirns. Das sind Regionen, die eher für visuelle Identifikation sind, zum Beispiel arabische Zahlen erkennen oder so. Dann hier oben, das ist der obere Bereich des Gehirns. Das ist, ich sage jetzt mal, die wichtigste Region fürs Rechnen, das Kerngebiet für die Zahlenverarbeitung und das Rechnen. Wir sagen auch, dass der Sitz unseres Zahlensinns. Und da möchte ich heute nur eine Region benennen, und das ist diese hier, der IPS, das ist der intraparietale Sulcus. Und man geht eben davon aus, jedes Mal, wenn Sie etwas mit Zahlen machen, rechnen, Mengen vergleichen, eine Telefonnummer eintippen, egal was, diese Region springt immer an. Das ist wirklich so die wichtigste Region. Und dann hat es eben weitere Regionen im vorderen Bereich des Gehirns, die sind mehr so unterstützend. Und die gelb markierten hier, das sind Regionen, die mehr so für Gedächtnis zuständig sind, weil wir vieles auch aus unserem Gedächtnis abrufen, wenn wir rechnen. Als nächstes möchte ich mit Ihnen ein kleines Experiment machen.
Und zwar zeige ich Ihnen Bilder von Pinguinen und ich bitte Sie einfach reinzurufen, wie viele Pinguine Sie auf dem Bild gesehen haben. Tipptopp. Soweit, so gut. Also diese Pinguine haben Sie alle richtig erkannt. Machen wir das Experiment weiter. Schon etwas schwieriger, hä? Waren es mehr im ersten oder im zweiten Bild? Sehr gut. Ich habe mit Ihnen dieses Experiment gemacht, um Ihnen zeigen zu können, wie unser Gehirn zum Beispiel auch Mengen verarbeitet. Einerseits haben Sie diese Pinguine hier gesehen, 1, 2, 3, 4. Das war kein Problem für Sie. Sie haben das alle sofort richtig erkennen können. Und man nennt das auch sogenanntes Subitizing. Das heißt, wir sind in der Lage, so kleine Mengen, vielleicht bis 5, ohne zu zählen, sofort zu erkennen, wie viele das sind. Bei größeren Mengen funktioniert das nicht mehr. Aber was wir hier machen können, ist so ungefähr abschätzen, ja, es waren mehr im ersten als im zweiten Bild. Das funktioniert noch. Und das sind eben unterschiedliche Systeme, auch in unserem Gehirn, wie wir zum Beispiel Mengen verarbeiten. Wir unterscheiden eben diese nicht symbolische, sagen wir, Präsentation, also konkrete Objekte, Punktmengen, Mengen und so weiter. Und einerseits haben wir diese kleinen Mengen, Subitizing, müssen wir nicht zählen, sehen wir sofort. Und andererseits bei größeren Mengen können wir es einfach ungefähr abschätzen. Dieses System ist sprachunabhängig. Wir brauchen keine Zahlworte dafür zum Beispiel. Und demgegenüber haben wir auch die sogenannte symbolische Präsentation. Das heißt, wenn wir dann Symbole sehen, in unserem Fall die arabischen Zahlen umzurechnen, das benötigen wir auch, um eben exakt rechnen zu können. Und dieses System ist sprachabhängig. Das heißt, wir brauchen Worte für diese Zahlen zum Beispiel. Typische Beispiele ist eben halt Arithmetik, Rechnen und numerischer Faktenabruf. Das heißt, zum Beispiel das kleine 1x1, 4x8 gleich 32 ist etwas, oder grundsätzlich das kleine 1x1 ein Beispiel, das wir wie auswendig lernen. Das hat auch gar nicht mehr viel mit Rechnen zu tun. Und so sehen wir auch häufig zum Beispiel Dyskalkuliker, die gar nicht so schlecht sind im 1x1, denn auswendig lernen können manche oder viele. Wenn ich aber eine einfache Minusaufgabe stelle, dann können sie das nicht mehr zum Beispiel. Ich zeige Ihnen das auch aus diesem Grund, weil das eben auch neuronal an unterschiedlichen Gebieten verarbeitet wird. Spannend ist auch in diesem Zusammenhang, dass es im tiefen Amazonas in Brasilien gibt es einen eingeborenen Stamm, die sogenannten Piraha heißen sie. Sie sehen hier ein Bild und sie haben keine Worte für Mengen oder Zahlen. Sie haben zwar Worte für 1, 2, 3, 4 und 5 und alles, was mehr als 5 ist, bezeichnen sie einfach als viele. Das ist einfach viel. Und Forscher gingen zu diesen Piraha und haben verschiedene Experimente gemacht und eben zeigen können, dass sie bei Aufgaben, die dieses nicht symbolische, approximative System rekrutieren, dass sie das können, sind sie genau gleich gut wie wir. Aber wenn es dann eben in diesem Bereich geht, wo eben Sprache dann auch notwendig ist, das können Sie dann nicht mehr. Zurück zu diesem Schema. So haben Sie am eigenen Leib erfahren, eben Subitizing, das schnelle Erfassen von kleinen Mengen. Das wird zum Beispiel bereits hier in diesen hinteren Regionen verarbeitet im Gehirn. Dann dieses approximative System, das Gefühl, was ist mehr, weniger, aber nur so ungefähr. Das ist so das Herz auch unseres Zahlensinns. Wir sagen auch, dass wir hier wie eine Art mentaler Zahlenstrahl haben, wie so eine Zahlenlinie, auf der wir uns bewegen können. Und demgegenüber ist zum Beispiel der gelbe Bereich hier, eben dieser numerische Faktenabruf. Das wird einfach auswendig gelernt und aus dem Gedächtnis abgerufen. Und so kann es eben auch sein, dass gewisse Personen vielleicht in unterschiedlichen, ich sage jetzt Hirnarealen, Defizite haben und sich das auch unterschiedlich dann auch auswirkt, wie eben die Probleme beim Rechnen sich dann äußern. Während der Entwicklung passiert natürlich sehr viel.
Die Kinder lernen sehr viel, mit Zahlen umzugehen und so weiter. Ich habe das versucht, auf einer Folie ganz kondens zusammenzufassen. Sie sehen hier von Geburt bis zur Kindheit. Und was Sie vielleicht erstaunt oder vielleicht nicht wissen, ist, dass wir bereits mit einem gewissen Zahlensinn auf die Welt kommen. Das heißt, es gibt Experimente mit wenigen Tage alten Neugeborenen, die zeigen konnten, dass sie bereits kleine Mengen zum Beispiel unterscheiden können. Das heißt, ein gewisser Zahlensinn scheint angeboren zu sein. Weiter machen wir ziemlich schnell die Verknüpfung zwischen Menge und räumlicher Ausdehnung. Ich sage jetzt mal, zwei von diesen schönen Rosen brauchen weniger Platz als dieser ganze Blumenstrauß, nimmt mehr Raum ein. Mit der Zeit entwickelt sich dann eben dieser sogenannte mentale Zahlenstrahl. Hier ist es auch so, dass wie dieser orientiert oder skaliert ist, ändert sich. Zuerst geht man von einer logarithmischen Skalierung aus, das heißt, der Abstand zwischen den einzelnen Zahlen, je größer die sind, werden sie immer kleiner. Das wird deswegen auch für uns schwieriger, größere Zahlen miteinander zu vergleichen. Mit der Zeit, wenn wir in einem Zahlenraum geübt sind, wird das immer linearer und es wird einfacher, eben diese Zahlen auch zu vergleichen untereinander. Dann lernen die Kinder natürlich zählen. Als erstens sind das eine einfache Zahlwortreihe, 1, 2, 3, so wie ein Sprüchlein, das die Kinder lernen. Mit der Zeit kommt das sogenannte 1 zu 1 Prinzip. Das heißt, sie lernen jedem Objekt eine Zahl zuzuordnen und dann verstehen sie das Kardinalitätsprinzip. Das heißt, die letzte Zahl, die ich genannt habe, bezeichnet sozusagen die ganze Menge, also drei Objekte. So im Kindergarten oder in der Schule spätestens lernen sie dann ein nächstes Kodiersystem neben den Zahlworten, die arabischen Ziffern. Und das heißt für sie, dass sie jetzt das verknüpfen müssen, die Menge mit dem Zahlwort und eben der arabischen Zahl. Und auch sie verstehen dann auch, dass diese Zahlen auch eine ordinale Funktion einnehmen können, sprich eine Reihenfolge, erster, zweiter, dritte, was kommt vorher, was kommt nachher. Und schlussendlich lernen sie natürlich zu rechnen. Als erstes sind so zählende Rechenschritte, 2 plus 1 ist 1, 2, 3. Mit der Zeit wird das immer mehr automatisiert und man kann eben vermehrt aus dem Gedächtnis abrufen, also das Faktenwissen, das sich stetig aufbaut. Man kann sich vorstellen, dass sich im Gehirn einiges vollzieht, während die Kinder diese Entwicklungsschritte durchlaufen. Und das habe ich Ihnen auf dieser Folie zusammengefasst. Sie sehen hier einen Hirnschnitt. Das ist vorne und das ist hinten vom Kindern. Und diese farbigen Flecken, die Sie sehen, das sind Regionen, die aktiv sind, wenn Sie eine Zahlenaufgabe gelöst haben. Und das Gleiche sehen Sie auf der rechten Seite für Erwachsene oder Jugendliche, junge Erwachsene. Was auffällt, ist, dass es während der Entwicklung wie so zu einer Verschiebung kommt, zu diesen Regionen hier hinten. Wo ist der Pointer? Hier hinten. Und man sieht auch, dass bei den kleinen Kindern auf der rechten Seite noch ein bisschen mehr ist und dann hier ist es auf beiden Seiten etwa gleich verteilt. Das bedeutet, dass die Kinder diese vorderen Gebiete hier stärker noch benutzen und das sind eben nicht so spezifische Gebiete für das Rechnen. Sie stehen mehr für Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit. Sie brauchen mehr von diesen unterstützenden Funktionen. Mit der Zeit werden die Rechenprozesse automatisiert und vor allem, wenn die Kinder lernen, mit den arabischen Zahlen umzugehen und zu rechnen, wird die linke Seite immer wichtiger. Die linke Hirnhälfte ist zuständig vor allem auch für Sprachverarbeitung. Und das ist wie, ich sage, eine Sprache, die wir lernen, diese arabischen Zahlen, und wird auch vermehrt auf der linken Seite verarbeitet. Das heißt, während der normalen Entwicklung kommt es zu einer Fokussierung zu diesen Gebieten hier hinten. Und das ist eben der intraparietale Sulcus, der IPS, dieses Kerngebiet, mit welchem die Kinder dann automatisiert die Rechenaufgaben verarbeiten können. Wie sieht das aus bei Kindern mit einer Dyskalkulie? Da sieht diese Entwicklung etwas anders aus. Sie sehen das Gleiche jetzt aber für dyskalkulische Kinder und junge Erwachsene. Und was auffällt, ist einerseits, dass es
immer noch rechtslateralisiert ist. Also man weiß auch aus Verhaltensstudien, das deckt sich mit diesen neuronalen Befunden, dass sie vor allem Schwierigkeiten haben, sobald arabische Zahlen ins Spiel kommen. Und was wir beobachten, ist eine enorme Zunahme der Gehirnaktivität im gesamten Netzwerk. Einerseits ist das positiv, denn sie entwickeln sich und sie entwickeln sich auch in die richtige Richtung. Also das sind die richtigen Areale, die sie brauchen, um zu rechnen. Sie rechnen nicht mit anderen Gebieten. Aber jetzt für mich als Expertin auf diesem Gebiet scheint mir dieses Bild eher wie von jüngeren Kindern zu sein. Das heißt, diese Automatisierung hat noch nicht stattgefunden oder findet nicht statt. Sie können das nicht automatisiert nur über diese rechenspezifischen Areale verarbeiten. Zurück zu unserem Modell. Wenn wir die Hirnaktivität anschauen von Kindern mit und ohne Dyskalkulie, so zusammengefasst, vereinfacht, was wir immer wieder beobachten, ist, dass eben Kinder diese Kernregionen hier für den Zahlensinn weniger gut aktivieren können. Und demgegenüber finden wir immer wieder vermehrte Aktivität oder stärkere Aktivität in diesen vorderen Gebieten. Das heißt, sie brauchen viel, viel mehr von diesen unterstützenden Funktionen, viel mehr Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit und so weiter, um eben eine Aufgabe lösen zu können. Mittels Magnetresonanztomographie können wir auch nicht nur die Aktivität anschauen im Gehirn, sondern auch die Anatomie. Das ist ein Schnitt durch das Gehirn und das eine Nervenzelle. Und wenn wir uns anschauen, wie diese Nervenzelle im Gehirn sitzt, so ist es so, dass in diesem äußeren Bereich, in der sogenannten Hirnrinde, sind die Zellkörper und im inneren Bereich, die weiße Substanz, sind die Verbindungen. Und in einer Studie haben wir jetzt angeschaut, gibt es auch strukturelle Unterschiede, also einfach in der Hirnanatomie, in dieser grauen Substanz. Und auch hier haben wir Unterschiede feststellen können. Kinder mit Dyskalkulie zeigen eine reduzierte graue Substanz in diesem gelben Region hier, das ist der intraparietale Sulcus. Und Sie sind ja jetzt schon fast Experten in dem Bereich und wissen, das ist wirklich so das neuronale Korrelat unseres Zahlensinns. Aber wir haben auch in anderen Regionen Unterschiede festgestellt. Da sind wir weiter vorne, das sind bereits die Augäpfel, die angeschnitten sind. Auch hier finden sich Unterschiede in der Hirnstruktur, was vielleicht damit im Zusammenhang stehen kann, dass man auch bei diesen Kindern zum Teil vermehrt auch Schwierigkeiten im Arbeitsgedächtnis oder der Aufmerksamkeit feststellen kann. Dyskalkulie ist sehr häufig auch mit psychosozialer Belastung verbunden und dazu habe ich Ihnen ein Fallbeispiel mitgebracht. Das ist eine junge Frau, sie ist 19 Jahre alt und besucht das Gymnasium und sie hat das sehr gut selber in ihren eigenen Worten geschildert und ich möchte Ihnen das einfach kurz vorlesen, wie sie das empfunden hat. Und zwar hat sie geschrieben: Nachdem sich meine Mathe- und Physiknoten trotz regelmäßiger intensiver Nachhilfestunden, 4 pro Woche, nicht verbesserten, sondern ich im Gegenteil mit sehr schlechten Noten ins nächste Schuljahr startete, besorgte mich das unglaublich. Ich war ratlos und verzweifelt, denn trotz des vielen Lernens, fleißigen Arbeitens und dem damit verbundenen Aufwand konnte ich keine besseren Noten erzielen. Einmal mehr zweifelte und verzweifelte ich grundlegend an mir und stellte meine eigenen Fähigkeiten grundlegend sehr in Frage. Dies alles setzte mir stark zu, machte mich unglaublich traurig und müde, schwächte und zermürbte mich zusehends. Und dieses Phänomen beobachte ich leider wiederholt. Der Druck ist enorm und wirkt sich wirklich negativ auf die Betroffenen aus. Und viele entwickeln eine sogenannte Mathematikangst. Aus diesem Grund hatte ich die Idee oder haben wir beschlossen, dies genauer zu untersuchen, ob es da auch einen Zusammenhang mit dem Gehirn gibt. Wenn wir uns das Gehirn anschauen, das ist wieder einfach ein Modell unseres Gehirns, das ist vorne und hinten. Und in unserem Gehirn haben wir eine Region, hier in Pink dargestellt, die Amygdala. Und das ist so die Hauptregion im Gehirn, welche zuständig ist für Angstverarbeitung, Stressverarbeitung, egal welche Art von Angst oder Stress. Das ist einfach so die Stress-Angst-Zentrale in unserem Gehirn.
Und was wir festgestellt haben bei Jugendlichen und Kindern mit Mathematikangst ist Folgendes. Und zwar haben wir genau Unterschiede in dieser Region feststellen können. In keiner anderen im ganzen Gehirn, sondern ganz spezifisch nur in dieser. Sie sehen hier die Größe dieser Region abgetragen und das ist die Intensität der Mathematikangst. Also 10 ist ganz starke Angst, 0 keine Angst. Und man sieht, dass diese Region ist umso kleiner, je stärker die Personen unter Mathematikangst leiden. Und ich denke, das ist ein eindrückliches Beispiel dafür, dass eben Mathematikangst nicht etwas ist, das man einfach so abtun kann. Das ist wirklich etwas Ernstzunehmendes und es wird in den gleichen Regionen verarbeitet wie, ich sage jetzt, sonst eine Angststörung oder eine Phobie, Spinnenphobie, was auch immer, das unterscheidet sich eigentlich nicht. Mittels Magnetresonanztomographie können wir ebenfalls die Verbindungen in unserem Gehirn untersuchen. Das ist hier so eine Animation, die halt zeigt, wie Sie sich das vorstellen können. Alle Gebiete sind miteinander verknüpft. Wir haben extrem viele von diesen Faserverbindungen in unserem Gehirn. Und das haben wir ebenfalls untersucht bei Kindern mit und ohne Dyskalkulie. Und was wir hier feststellen konnten, ist, dass die Verbindungen von dieser Kernregion schlechter ausgebildet sind. Also diese Kernregion fürs Rechnen scheint schlechter vernetzt zu sein mit den restlichen Gebieten des Gehirns. Und zusätzlich haben wir auch schlechtere Verbindungen gefunden in diesen Regionen, welche für die Gedächtnisverarbeitung zuständig sind. Also auch dort scheint es Unterschiede zu geben. Was ich mich dann gefragt habe, ist, einerseits wissen wir, unser Gehirn passt sich immer an, je nachdem, wie wir es brauchen. Neuroplastizität ist der Begriff dafür. Ich habe mich jetzt gefragt, ja, was war dann zuerst da, Huhn oder Ei? Sind es diese neuronalen Unterschiede, die dazu führen, dass dann eventuell das Kind eben diese Rechenprobleme entwickelt? Oder ist es so, dass wenn jemand eben vermehrt diese Schwierigkeiten im Rechnen hat, dass sich das Gehirn halt anpasst und wir deshalb diese Unterschiede feststellen? Und dazu hat meine Doktorandin aktuell auch eine Studie durchgeführt und die zeigt oder deutet eher in diese Richtung. Es scheint eher so zu sein, dass ein gewisser Teil vielleicht bereits angeboren ist, aus neuronaler Sicht, was eben eine Dyskalkulie begünstigen kann. Sie hat in ihrer Arbeit diesen intraparietalen Sulcus angeschaut. Das ist eben so eine Furche in unserem Gehirn. Und sie hat gesehen, dass dieser ganz, das ist dieser blaue hier, dass dieser ganz unterschiedlich aussehen kann. Sie hat so verschiedene Typen festgestellt und sie hat dann auch gesehen, dass manche haben wie so zwei von diesen Furchen beim IPS und das sind die Leute, die eben eine Dyskalkulie haben. Weshalb deutet das nun darauf hin, dass es eben vielleicht schon von Geburt an Schwierigkeiten hat oder eine gewisse Prädisposition? Man weiß, dass diese Furchung unseres Gehirns, wie Sie es hier sehen, geschieht bereits im Mutterleib und bleibt dann sehr, sehr stabil. Also das ist etwas, das bereits pränatal angelegt ist und sich entwickelt und deswegen deutet es darauf hin, dass wahrscheinlich es vielleicht ein gewisses Risiko darstellt, wenn jemand jetzt mit diesem Typ hier auf die Welt kommt, dass er eher eine Dyskalkulie entwickelt. So viel zum Einblick ins rechnende Gehirn oder das dyskalkulische Gehirn. Im nächsten Punkt wird es etwas, ich sage praktischer, wie erkenne ich Dyskalkulie, was sind so die Symptome? Und zwar habe ich das unterteilt in den Vorschulbereich, Schulbereich und Nachschulbereich. Ich möchte im Schulbereich, Vorschulbereich starten, denn bereits im Vorschulbereich gibt es Anzeichen. Es gibt erste Hinweise, wie zum Beispiel, Sie haben Schwierigkeiten im Vergleich von Zahlen und Mengen, Sie machen Fehler beim Zählen oder Abzählen, Mengen werden falschen Zahlen zugeordnet, Sie haben Mühe, kleine Mengen zu schätzen, einfache Rechnungen mit Objekten werden fehlerhaft gelöst. Und wir haben dazu dann auch eine Studie durchgeführt. Und zwar haben wir im Kindergarten, oder hat uns interessiert, ja, kann ich vorhersagen, welches dieser Kinder, die Sie auf dem Bild sehen, entwickelt später eine Dyskalkulie.
In dieser Studie haben wir etwa 1600 Kindergartenkinder untersucht und bis in die zweite Klasse verfolgt. Und wir haben festgestellt, dass wir bereits Hinweise haben im Kindergarten. Und zwar sind es wirklich diese spezifischen numerischen Fertigkeiten im Kindergarten, die der beste Prädiktor sind, also am besten vorhersagen, ob das Kind später eine Rechenstörung entwickelt oder nicht. Leider ist es auch so, dass die schwachen Kinder im Kindergarten gehören auch zu den schwachen Kindern in der Schule, in der Mathematik, obwohl sie sich individuell schon verbessern, aber sie holen leider nicht auf. Und das Fazit ist eigentlich, dass eben solche numerischen Schwierigkeiten zeigen sich schon sehr früh und führen eben später zu Schwierigkeiten in der numerischen mathematischen Entwicklung. Das heißt, diese Kinder im Kindergarten wären eigentlich bereits angewiesen darauf, auf zusätzliche Unterstützung. Und das hat uns dann auch zur nächsten Studie inspiriert oder angeleitet. Wir haben in dieser Präventionsstudie Risikokinder identifiziert im Kindergarten. Das waren die schlechtesten 10%. Und haben dann haben diese Kinder in die erste, zweite und dritte Klasse verfolgt. Mit der Hälfte von diesen Risikokindern haben wir im Kindergarten ein 11-wöchiges Präventionsprogramm durchgeführt und haben eben dann geschaut, wie sie sich weiterentwickeln und haben festgestellt, dass sich durch dieses präventive Programm im Kindergarten sich die Rechenleistung langfristig verbessert und zudem haben weniger eine Dyskalkulie-Diagnose gekriegt im Vergleich zu den Risikokindern, die eben dieses Präventionsprogramm im Kindergarten nicht erhalten haben. Also ich habe das bewusst so illustriert. Ich stelle mir das vor, es ist wie so eine Hilfstreppe für diese Kindergartenkinder, um diesen Übertritt, sage ich jetzt mal, in die Schule einfacher zu meistern und dann auch besser dann in der Schule folgen zu können. Aus meiner Sicht ist es wichtig, diese Kinder, die eben Schwierigkeiten haben, in der numerischen Kognition bereits früh zu entwickeln. Wir sind im Moment daran, für die Früherkennung sogenannte Merkblätter zu entwickeln für 2,5- bis 5,5-Jährige, wo man sieht, ja, was muss überhaupt so ein 3-jähriges Kind können oder ein 3,5-jähriges Kind und wann sollte man vielleicht mal genauer hinschauen und vielleicht ein bisschen mehr Rechenspiele machen oder so etwas. Und im Kindergarten ist ebenfalls unsere Doktorandin dabei, einen Screener zu entwickeln, wo wir im Klassenverband, im Kindergarten und in Einzeltests einfach und relativ kurz solche Kinder identifizieren können, die ein Risiko zeigen für eine Dyskalkulie. Es geht mir da nicht um eine Diagnose oder so, es geht mir darum, dass wir diese Kinder früh einfach bestmöglich auf ihrem Weg unterstützen können. Denn in der Schule, da geht es dann richtig los. Dort kommen meistens die Defizite wirklich zum Vorschein. Sie machen Fehler beim Zählen, insbesondere Rückwärtszählen. Sie machen Zahlendreher. Zehner-, Hunderter-Übergänge sind schwierig. Einfache Rechnungen müssen immer wieder neu gerechnet werden. Rechnen durch Abzählen, Finger nehmen sie zu Hilfe. Sie verrechnen sich um 1, machen Fehler mit der 0. Sie haben überhaupt kein Gefühl für große Zahlen, das ist irgendetwas. Rechenzeichen werden vertauscht, Rechenaufgaben mit Platzhaltern oder Schätzaufgaben sind schwierig, Textaufgaben werden falsch entschlüsselt, Rechengesetze und Regeln werden falsch verstanden und bei neuen Aufgaben dann falsch angewendet. Kopfrechnen ist sehr schwierig. Sie haben auch eben Schwierigkeiten im Umgang mit Zeit, Zeitlernen, Geld, Längen, anderen Maßen zu rechnen. Teilweise auch Schwierigkeiten in geometrischen Aufgaben. Ich habe Ihnen ein paar Fallbeispiele mitgebracht. Das ist ein Mädchen, 10 Jahre alt, dritte Primarklasse. Und bei dieser Aufgabe musste sie diese verschiedenen Gegenstände oder so den Längen zuordnen. Und Sie sehen, Autolänge hat sie auf 50 bis 100 cm geschätzt. Ein Singbuch ebenfalls. Ihre Armlänge dafür auf über einen Meter. Also ein Beispiel dafür, sie hat keine Ahnung jetzt oder keine Vorstellung von diesen Längen. Ein anderes Beispiel, das ist ein Junge, 11 Jahre, 5. Primarklasse. Bei dieser Aufgabe haben wir diese Punktmengen für kurze Zeit gezeigt und er musste schätzen, wie viele das sind. Hier hat er 9 geschätzt, das gab noch einen Punkt. Hier hat er 10 geschätzt, das war dann schon falsch.
Bei den Bällen hat er 900 geschätzt und bei diesen Bechern hat er 10.000 geschätzt. Also ein Beispiel, große Menge, das ist irgendeine große Zahl. Das weiß er, das ist viel groß, aber keine Vorstellung von großen Mengen oder Zahlen. Weiteres Beispiel, das ist ein Mädchen, 8 Jahre, geht in die 3. Primarklasse. Hier wurden diese Zahlen vorgelesen und sie musste sie einfach aufschreiben. Und dann sieht man hier so Fehler, 503 oder 756 oder 4658. Also sie hat jetzt das Stellenwertsystem zum Beispiel nicht verstanden. Ein anderes Beispiel noch, Mädchen 11 Jahre 5. Klasse, sie musste die Rechenaufgabe lösen, 32 minus 17 gibt 25. Ich habe sie dann gefragt, ja, wie hast du das gerechnet? Dann hat sie mir gesagt, ja, ich habe zuerst die Zehner voneinander abgezählt, also 3 minus 1 gibt 2, nachher die Einer, 2 minus 7, das geht ja irgendwie nicht, also hat sie es umgedreht, 7 minus 2 gibt 5. Gibt 25. Also es ist einfach so ein Beispiel, wie sie hat schon was mitgekriegt in der Schule, okay, zuerst 10er, dann die 1er, aber eigentlich das Prinzip oder Konzept hat sie nicht verstanden. Das geht weiter im Nachschulbereich oder bei Erwachsenen gibt es ebenfalls verschiedene Hinweise. Grundsätzlich bleiben es die gleichen Merkmale wie im Schulbereich. Es kommen natürlich Schwierigkeiten hinzu beim Bruchrechnen oder mit Dezimalstellensystem wird nicht verstanden, Textaufgaben werden falsch entschlüsselt, Gleichungen können nicht gelöst werden. Das ist so ein Beispiel, 900 gleich 4 mal wie viel, plus 2 mal wie viel, plus 60, es gibt verschiedene Lösungen, unmöglich. Also ich kenne praktisch keinen jungen Erwachsenen, Dyskalkuliker, Dyskalkulikerin, die diese Aufgabe lösen kann. Sie erkennen auch nicht, wie sie eine Aufgabe vereinfachen können. Sie brauchen stattdessen ineffiziente Lösewege, dass sie einfach alles schriftlich rechnen zum Beispiel. Und hinzu kommt, dass der psychische Druck einfach wächst, je länger, dass sie halt durch diese Schule gehen. Das ist auch ein Fallbeispiel einer Jugendlichen, 17 Jahre, geht ins erste Jahr der Berufsschule. Beispiele, die ich zeigen kann, zum Beispiel hier 199 plus 198, eben könnte man vereinfacht rechnen, 200 plus 200 minus 3, so etwas wird nicht gesehen, sie hat es dann schriftlich gerechnet. Oder eben das Beispiel hier 701 minus 698. Die Dyskalkuliker, sie sehen nicht, dass diese Zahlen so nah beieinander liegen, sie sehen das schlichtweg einfach nicht. Sie hat sich dann auch geholfen und hat das schriftlich gelöst und dann kommt dann 3 raus und meistens dann sind sie erstaunt, aha, 3, ja, stimmt. Aber von Anhieb an sehen sie das nicht. Multiplikation, Division, das konnte sie überhaupt nicht lösen. Was sie mir auch noch erzählt hat, sie sehen das hier unten, was sie macht, ist, sie fängt dann an, die Zahlen so mit Vierecken oder Männchen zu überzeichnen und Kreisen. Und sie hat gesagt, sie macht das aus 2 Gründen. Einerseits muss sie dann diese Zahlen nicht mehr sehen und andererseits hat man dann das Gefühl, sie sei irgendetwas am Arbeiten oder am Schaffen. Ist natürlich traurig. Denn was wir eben beobachten, wenn Kinder keine Unterstützung kriegen, hat das verheerende Folgen, es führt zu Vermeidungsverhalten, also sie meiden alles, was mit Rechnen zu tun hat, es entwickeln sich Selbstzweifel, es kommt zu Konflikten in der Schule, es kommt zu Konflikten in der Familie mit den Eltern, manche Kinder reagieren mit Aggression, andere werden wieder traurig, sie ziehen sich sozial zurück, sie entwickeln depressive Symptome. Sie verweigern komplett die Schule, sie fühlen sich hilflos oder sie resignieren total und finden, ich lerne sowieso nichts, bringt sowieso nichts, was soll's. So eine Art Selbstschutz und es kann bis zu Suizid gehen. Und deswegen gilt wirklich die Devise, don't wait to fail, was leider in unserem Schulsystem ein bisschen der Fall ist. Es wird so lange gewartet, bis ein Kind wirklich failed, also nicht mehr weiterkommt. Die Eltern sind hilflos, wissen nicht mehr, was machen, die Lehrpersonen wissen nicht mehr, was machen und meistens kommen erst dann so die sonderpädagogischen Maßnahmen, die eingesetzt werden und
Ich denke, auch mit den Ergebnissen, die ich gezeigt habe, wir wissen eigentlich heute, dass wir schon früh das erkennen könnten. Und wenn wir früh auch eingreifen können, haben wir einfach die besten Erfolgschancen. Und das führt mich zum letzten Teil meines Vortrages. Ich hoffe, ich habe noch Zeit für diesen. Ich sehe Nicken. Zur Therapie. Das erste oder die erste Folie ist so eine Zusammenfassung. Auf was sollte man, wann sollte eine Therapie gestartet werden? Auf was sollte man achten während der Therapie und wann kann eine Therapie beendet werden? Grundsätzlich ist es so, das habe ich vorhin gesagt, je früher man beginnen kann, umso besser sind einfach die Erfolgschancen. Das heißt, man müsste aber auch die Kinder früh erkennen. Und ja, eben dazu fehlen leider häufig auch die, ich sage jetzt mal, die Kenntnis oder die Sensibilität, dass man die Kinder einfach auch frühzeitig dann schult. Dann während der Therapie ist es so, dass man weiß, man muss wirklich bei diesen numerischen und mathematischen Problemen beginnen. Es gibt auch Ansätze, die sagen, ja, wir trainieren eher visuell-räumliche Funktionen oder Arbeitsgedächtnis. Man weiß, um besser zu werden im Rechnen, muss man rechnen. Nicht vergessen werden sollen diese klinisch relevanten Begleitsymptome und Komorbiditäten. Also wenn jemand eben wirklich diese Ängste entwickelt hat, zum Beispiel aggressives Verhalten, wenn jemand zusätzlich eine Leserechtschreibstörung hat, zusätzlich Aufmerksamkeitsdefizite, das muss natürlich mit einbezogen werden. Und empfehlenswert sind solche Interventionen und Therapien, die eben auch evaluiert sind wissenschaftlich und wo die Wirksamkeit belegt ist. Das Setting hat sich erwiesen, dass bei Dyskalkulie ein Einzelsetting effektiver ist als ein Gruppensetting und ich sage jetzt mal so 45 Minuten Einheiten, nicht länger, aber über einen längeren Zeitraum ist es notwendig. Und der Therapeut, die Therapeutin sollte sich eben durch eine spezifische Ausbildung im Bereich auszeichnen oder eben auch in schulischen Entwicklungsstörungen oder Lerntherapie. Das Ganze soll immer interdisziplinär in Zusammenarbeit eben zwischen Eltern, Lehrperson, Betroffenen, Arzt und so weiter geschehen. Und es sollten auch Verlaufskontrollen stattfinden von unabhängigen Personen, um zu schauen, bringt das überhaupt etwas? Macht das Kind Fortschritte? Müssen wir etwas anpassen? Und das führt mich auch zum Ende. Ich denke, eine Therapie kann beendet werden, wenn das Kind so weit stabilisiert ist, dass es eben nicht mehr notwendig ist für die Lebenssituation der Person, dass sie selbstständig zurechtkommt. Oder eben, wenn man auch sieht, dass eben die Therapie ungeeignet ist oder eben auch unwirksam ist. Ich war mitbeteiligt an der Entwicklung des ersten Prototypen von Calcularis und habe das auch wissenschaftlich evaluiert. Für mich als Neurowissenschaftlerin hat mich natürlich interessiert, passiert auch etwas im Gehirn, wenn die Kinder mit diesem Computerspiel trainieren. Und das möchte ich Ihnen hier zeigen, denn das Gehirn passt sich an. Sie sehen hier ein Blick auf das Gehirn von oben und was wir festgestellt haben, ist, dass nach diesem Training haben die Kinder in diesen blauen Regionen im vorderen Bereich eine reduzierte Hirnaktivität gezeigt und eine Zunahme der Aktivität hier in diesen roten Arealen, welche eben den IPS einschließen. Das heißt, sie brauchen weniger von diesen unterstützenden Funktionen und wir konnten wirklich diese Kernareale verstärkt stimulieren, sage ich jetzt einmal, mit diesem Trainingsprogramm. Also das Gehirn passt sich an. Allerdings muss ich auch zugeben, das funktioniert nicht immer bei allen Kindern. Es gibt immer sogenannte Non-Responder, die einfach nicht auf eine Intervention ansprechen. Und wir haben das ebenfalls untersucht in einer Studie und zwar hatten wir da 40 5-jährige Kinder, die haben eben eine Intervention gemacht und von diesen 40 gab es 15, die haben sich nicht verbessert. Und wir haben halt geschaut, ja, wie unterscheiden sich diese 15? Und wir haben gesehen, dass sie sich hauptsächlich in der verbalen Intelligenz unterscheiden und mittels dieser verbalen Intelligenz konnten wir mit 73% vorhersagen, welches dieser Kinder nun von dieser Intervention profitieren wird oder eben nicht. Und das heißt für uns eigentlich, dass wenn Kinder
Schwierigkeiten haben, auch in diesen sprachlichen Bereichen, scheint es so, dass eine rein mathematische Förderung nicht ausreichend ist für diese Kinder. Wir haben zudem geschaut, wie sieht der Schulerfolg aus von Kindern mit einer Rechenstörung oder Dyskalkulie. Und der Schulerfolg haben wir definiert einerseits als Kombination von Schulnoten, nicht nur Mathematik, aus Deutsch und andere Fächer, und der Schulform. Und zum Beispiel als größerer Schulerfolg zählt Gymnasium im Vergleich zur Sekundarschule. Und die Ergebnisse hier haben gezeigt, dass der größte Schulerfolg haben die grünen Kinder hier, das sind Kontrollkinder mit durchschnittlichem IQ. Signifikant tieferer Schulerfolg haben Kinder, das sind Kontrollkinder mit einem unterdurchschnittlichen Intelligenzquotienten und Kinder eben mit einer Rechenstörung. Also der Schulerfolg scheint beeinträchtigt zu sein. Und was mich persönlich wirklich auch traurig stimmt oder erschrocken hat, ist, dass es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden hier unten. Das heißt, für Kinder mit einer Dyskalkulie oder viele dieser Kinder haben einen gleich tiefen Schulerfolg wie Kinder mit einem unterdurchschnittlichen IQ. Und wir müssen bedenken, dass Kinder mit Dyskalkulie haben sonst normale kognitive Fähigkeiten und Leistungen. Aber es scheint der Fall zu sein, dass die Beeinträchtigung durch eben diese Rechenprobleme so stark sind, dass ihr Schulerfolg signifikant erniedrigt ist. Das bringt mich zum Schluss von meinem Vortrag. Wie ist die Versorgungssituation? Meist ist es so, dass erst spät eine Diagnose gestellt wird. Die Therapiekosten für eine Dyskalkulie müssen häufig von den Eltern getragen werden, was dazu führt, dass, ich sage jetzt mal, besser verdienende Eltern sich das leisten können, eine alleinerziehende Mutter mit 3, 4 Kindern vielleicht nicht. Es gibt knappe Ressourcen für integrative Förderung in der Schule. Ich bin überzeugt, die Lehrer, die Heilpädagoginnen, die tun ihr Bestes, um diese Kinder zu unterstützen. Mit dieser integrativen Förderung ist es allerdings so, die haben dann 5 Kinder. Eines hat Dyskalkulie, das andere LRS, das dritte ADHD, das vierte noch etwas anderes. Und sie muss mit all diesen Kindern in dieser Stunde arbeiten. Das ist unmöglich, jedem Einzelnen gerecht zu werden. Und wenn man das runterbricht, macht das am Ende etwa 10 Minuten pro Kind pro Woche. Und das reicht einfach nicht bei Dyskalkulie. Schwierigkeit ist auch, es gibt kaum wissenschaftlich evaluierte Förderung und Therapien. Und grundsätzlich ist wenig Wissen vorhanden im Bereich Dyskalkulie. Das hat natürlich Folgen, und zwar auf psychosozialer und ökonomischer Ebene. Es gibt Studien, die zeigen, dass Personen mit Dyskalkulie zu 70-90% die Schule vorzeitig verlassen, dass sie eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben für Arbeitslosigkeit, dass sie im Schnitt einen niedrigeren sozioökonomischen Status erreichen, und auch für den Staat hat es enorme finanzielle Folgen und Kosten. In England wurde das mit 2,9 Milliarden geschätzt. Aus diesem Grund versuche ich auch oder motiviert mich das auch in meiner Arbeit weiterzumachen, und wir haben ein Dyskalkuliezentrum gegründet oder sind dabei, und wir haben verschiedene Bereiche, die wir gerne abdecken möchten. Der größte Teil umfasst die Forschungstätigkeit, das ist unser Kerngeschäft. Wir sind aber eben auch in der Lehre und Fortbildung tätig, eben so Vorträge, die wir geben. Wir möchten uns als Wissensplattform etablieren, damit Personen, interessierte Lehrpersonen und so weiter wirklich evidenzbasierte Informationsmaterialien kriegen zu diesem Thema. Wir arbeiten seit 4 Jahren auch klinisch, das heißt, wir machen Dyskalkulie-Abklärungen bei uns. Ich bin zum Beispiel zuständig für die Dyskalkulie-Abklärungen für den ganzen Kanton Zürich im Nachschulbereich. Und ein wichtiger Punkt ist eben auch Therapie und Beratung. Da können wir leider fast noch nichts anbieten, aber das wäre etwas ganz Zentrales, das weiter ausgebaut werden müsste. Und damit bin ich am Schluss von meinem Vortrag. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen finanziellen Unterstützern von unserer Arbeit und beim ganzen Team.
ich bin natürlich nicht alleine, die das Ganze macht, welche ja, diese Forschungsstudien durchführt, damit wir da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen können. Und dann, denke ich, haben wir jetzt noch Zeit für einige Fragen Ihrerseits.